Ich habe ja schon einige Zimtschneckenrezepte auf meinem Kanal. Wirklich sehr, sehr viele vielfältige Rezepte. Aber eins habe ich nicht, und zwar Zimtschnecken mit Cookie Dough. Das habe ich bei TikTok gesehen und da dachte ich mir, ich brauche unbedingt ein eigenes Rezept dafür. Jetzt gerade hat der Ofen gepiept. Wir holen mal raus, was drin ist. Das sind meine Triple Choc Muffins. Sehen die nicht einfach gut aus? Das Rezept dazu ist letzten Sonntag online gegangen. Falls ihr das also nachmachen möchtet und noch nicht gesehen habt, gerne einmal abchecken. Aber erst, nachdem ihr dieses Video zu Ende geschaut habt, denn wir fangen jetzt an mit unserem fluffigen Hefeteig. So, dafür brauche ich auch gar nicht viele Zutaten, nur die Standardzutaten. Und zwar beginnen wir mit Mehl. Da noch nicht die ganze Menge reingeben, weil es kann sein, dass ihr entweder auch ein paar Gramm mehr oder ein paar Gramm weniger benötigt. Und da mache ich mir so eine schöne Mulde rein, also lauwarme Milch. So, da brösel ich jetzt frische Hefe hinein. Ihr könntet auch Trockenhefe nehmen und dann einfach direkt zum Mehl hinzugeben. Schreibe ich euch alles in die Infobox. Ein bisschen Puderzucker gebe ich da schon mit dazu und verrühre das ein bisschen, damit die Hefe auch schon mal so ein bisschen anfangen kann zu arbeiten. Jetzt kommt noch die zerlassene Butter mit dazu und auch das Ei. Am besten ist das Ei jetzt auch auf Zimmertemperatur und nicht so kalt aus dem Kühlschrank. So, restlichen Puderzucker mit reingeben. Und natürlich Salz, darf bei süßen Rezepten nicht fehlen. Denn das Salz unterstreicht jetzt nochmal den süßen Geschmack. Und jetzt gehe ich einfach mit den Händen rein und knete das zu einem Hefeteig und gebe dabei auch immer wieder ein bisschen Mehl mit dazu. So, ich packe mir den Teig jetzt hier einmal auf meine Arbeitsfläche, weil ich einfach ein besseres Gefühl dafür habe, wenn ich dann jetzt hier nochmal so 3-4 Minuten lang so knete. So, wenn der Teig sich anfühlt wie ein Ohrläppchen, ich sage es seit Jahren immer wieder, aber ihr müsst wirklich einfach mal fühlen, 1:1 das gleiche Gefühl, dann ist er für unsere Zwecke heute genau richtig. So, form ich jetzt einmal grob zu einer Kugel und dann nehme ich mir jetzt eine Schüssel, die ich gut und dicht verschließen kann, gebe noch mini bisschen Mehl unten drunter und oben drüber und jetzt, wie gesagt, einmal den Deckel drauf geben und für mindestens 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Wenn ihr Zeit habt, gerne auch 45 bis 60 Minuten, länger braucht ihr aber nicht und wir machen in der Zwischenzeit leckeren Cookie-Dough-Teig. Für den Cookie-Dough-Teig brauchen wir nur 5 simple Zutaten. Ihr findet alle Zutaten übrigens bei Kaufland und generell ist es ein Rezept, ihr braucht nicht viel Equipment, ihr braucht keine exotischen Zutaten, einfach ab zu Kaufland einkaufen und das Ganze ganz entspannt nachmachen. Ich habe hier die Butter schon in der Mikrowelle zerlassen. Sie ist jetzt nicht ganz so heiß. Da gebe ich jetzt die gezuckerte Kondensmilch mit dazu. Ich mag es gerne, mit gezuckerter Kondensmilch zu experimentieren, weil die jetzt für die Konsistenz ideal ist und auch leckere Süße gibt. Gebe ich jetzt einmal komplett hier mit rein. Ich mache übrigens ein bisschen mehr Cookie Dough. Einfach für mich auch so noch, damit ich ein bisschen was zu naschen habe. Ich gebe jetzt nicht alles auf die Zimtschnecken, aber ich schreibe euch die exakten Angaben natürlich unten in die Infobox. So, da kommt jetzt Mehl mit rein. Normalerweise kennt ihr das aus meinen Cookie Dough Rezepten, dass man das Mehl anrösten muss, weil das ist ja ein Naturprodukt und man muss es halt einfach erhitzen, damit man es dann roh weiterverarbeiten kann. In dem Fall backen wir aber alles, daher sparen wir uns den kompletten Schritt. Und jetzt gehe ich da einfach mit den sauberen Händen rein und fange an, das zu verkneten. Noch nicht, ganz wichtig, noch nicht die Schokotröpfchen mit reingeben, denn die Masse ist warm und die würden euch schmelzen. Daher rühre ich jetzt erstmal ohne Schokotröpfchen. Ah, und ganz wichtig, auch noch Salz mit dazugeben. So eine gute Prise. Genau, und dann verkneten wir das Ganze erstmal. So, schaut mal, das ist jetzt die Konsistenz. Genau so muss sie sein. Und da geben wir jetzt, also die Masse ist auch überhaupt nicht mehr warm, da geben wir jetzt eben noch unsere Schokotröpfchen mit dazu. Ich nehme jetzt hier die Vollmilchtröpfchen, ihr könntet jetzt aber auch Zartbitter nehmen. Und jetzt auch ohne viel Handwärme abzugeben, ganz kurz nur einarbeiten und dann können wir das auch schon zur Seite legen. Jetzt kommt noch die dritte Komponente und zwar sind es ja Zimtschnecken-Cookie-Dough-Rollen. Und für Zimtschnecken braucht man ja noch diesen klassischen Belag aus Zimtzucker mit Butter. Ich habe jetzt hier schon weiche Butter mit Zimt und da gebe ich jetzt noch Rohrzucker mit dazu. Dann verrühre ich das. Ich mache das aber nicht so wie in meinen anderen Rezepten, dass ich da jetzt sehr viel von drauf gebe, sondern ja, eigentlich so eine relativ dünne Schicht, weil wir haben ja noch den Cookie Dough Teig und da ist ja dann auch schon Butter mit drin und daher passt das, wenn wir da nicht so viel nehmen, aber ganz ohne geht es auch nicht, weil das macht so den typischen Geschmack aus. So, der aufgegangene Hefeteig kommt jetzt hier einmal auf die Arbeitsfläche. So, und der wird jetzt hier ausgebreitet, rechteckig natürlich, damit wir das gleich schön zu Schnecken rollen können. Ich gebe euch gleich auch die Maße durch. Die lese ich dann hier einfach auf meiner Silikonbackmatte ab. Und dann könnt ihr euch so ein bisschen dran orientieren. Wobei, ich bin ja auch Fan davon, dass man da einfach ein bisschen nach Gefühl auch arbeitet. Wichtig ist halt, dass ihr den Teig nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn ausrollt. Ich würde behaupten, der ist so
maximal einen halben Zentimeter dick. So, bei mir sind es jetzt 38 mal 25 cm. Auf den Teig geben wir jetzt die Butter-Zimt-Zuckermischung. Wie gesagt, nicht zu viel davon. Ich nehme jetzt hier meine Winkelpalette und verteile das nochmal schön gleichmäßig. So, jetzt kommt unser Cookie-Dough-Teig zum Einsatz. Den verteilen wir erstmal nur so punktuell. Und damit wir das gleich besser aufrollen können, drücken wir den jetzt auch noch so ein bisschen in den Teig ein. Und achtet dann auch drauf, dass wirklich überall ausreichend Cookie Dough ist, aber auch nicht zu viel. Und jetzt rollen wir den Teig der langen Seite nach schön ein. Auf? Ein? Ich weiß es gerade nicht. So, alle 5 cm schneiden wir die jetzt durch oder das Ganze mit einem Faden durchtrennen. Das funktioniert auch wunderbar. So, das sind jetzt unsere 8 Schnecken. Ich nehme mir jetzt meine eckige Springform. Ihr könnt ja auch eine Auflaufform nehmen. Und da gebe ich jetzt etwas Backpapier rein. So, ich mache das auch extra so ein bisschen unordentlich. Ist aber auch irgendwie, sieht so ein bisschen gewollt unordentlich. Das ist irgendwie voll sinnlos, das zu sagen. So, mein Backpapier ist in der Springform und jetzt habe ich noch einen Tipp für euch und zwar hole ich mir jetzt Schlagsahne. Es gibt jetzt nämlich einen Trick, da nimmt man sich Schlagsahne und gibt die auf den Boden der Form, bevor man die Zimtschnecken mit reingibt. Und das mache ich jetzt auch. Und das Besondere ist, dass die Schlagsahne unten alles fluffig macht und während des Backvorgangs einfach sich nochmal in den Teig einsaugt und das Ganze wirklich nochmal unfassbar fluffig macht und natürlich auch nochmal ein bisschen Geschmack gibt. Einige machen da jetzt auch nochmal Zucker oder sowas mit rein. Ich persönlich finde, die Süße hier reicht vollkommen. Und jetzt geben wir unsere schönen Zimtschnecken mit Cookie Dough hier rein. Bis 30 Minuten später bei 190 Grad Ober- und Unterhitze sind unsere Zimtschnecken mit Cookie-Dough-Füllung jetzt fertig. Und ich muss euch sagen, die sind unfassbar weich wie eine Wolke im Mund. Ich mache natürlich für euch jetzt vor der Kamera noch den Taste-Test. Unten drunter sieht man, dass alles schön braun geworden ist und die Sahne hat sich so ein bisschen eingezogen in den Teig, genauso wie wir es wollten. Oben drüber ist alles schön goldbraun. Und wenn ihr auseinanderzieht, es geht auseinander wie Wolken. So, ich probiere jetzt mal. Ich wollte da jetzt auch kein Frosting oben drüber, boah, die sind doch sau heiß. Ich wollte kein Frosting oben drüber, weil ich finde, das spricht schon so für sich. Es ist Cookie Dough, es ist Hefeteig, es ist noch dieser Zimtbelag oben drauf. Oh, und die Schokolade dazu, die Schokodrops, unbedingt mit reingeben. So lecker, es schmeckt total, also wirklich zergeht im Mund. Ich musste jetzt, glaube ich, zweimal kauen. Noch nicht mal. Ich musste nicht mal zweimal kauen. Und runter war die leckere Zimtschnecke. Ich würde sagen, dazu ein Cappuccino. Hamza ist auch gleich da. Der klingelt jeden Moment an der Tür. Vielleicht filme ich seine Live-Reaction nochmal per Instagram und binde euch das dann am Ende des Videos ein. Macht es unbedingt nach und schaltet ein zu meinem nächsten Video. Vielleicht auch dann schon in der neuen Küche, weil das war heute unser allerletzter Drehtag hier. Macht's gut. Ciao. Übrigens, wir sind hier das allerletzte Mal heute. Wir ziehen nämlich offiziell aus unserer ersten gemeinsamen Mietwohnung, Hamza. 5 lange Jahre, die hier vergangen sind. Wie geht's? Ja, mach mal den Taste-Test. Genau, das wollte ich. Aha. Eine Frage, kannst du denn schon erahnen, was es ist? Also sieht man das augenscheinlich? Zimtschnecke. Ja, aber mit einer besonderen Füllung. Ich glaube, das ist Kamarell, oder? Nein. Schoko? Nein. Das ist Schokodrops oder was? Ja, Schokodrops, aber es, ich probiere einfach mal. Mal gucken, ob du rausfindest, nur vom Geschmack, was es ist. Apfel. Nein, wie kommst du auf Apfel? Das ist Cookie. Cookie Dough, oder? Cookie Dough. Hier sieht man das sogar. Geil. Geiler Geschmack, sag ich ganz ehrlich. Feier ich mir Essen nochmal zum Schnellen, sag ich ganz ehrlich. Also ich habe das selber auf meiner For You-Page gesehen. Cool. Ich wusste jetzt aber nicht, wie man es macht. Ich habe jetzt meine Version draus gemacht und ich finde es auch richtig lecker. Und ich finde, im ersten Moment schmeckt man so wirklich frischen Hefeteig und dann kommt dieser Cookie-Dough-Geschmack. Ich sag dir ganz ehrlich, Vicky. Voll weich. Der letzte Test ist, in dieser Wohnung, da hast du wieder einen rausgehauen, du. Da habe ich dann rausgehauen. Dein Name, Kikis Kitchen, steht nicht umsonst an der Wand da. Das Gute ist, das Letzte, was hier noch angeschlossen ist, ist die Kaffeemaschine. Wir gönnen uns jetzt hier einen leckeren Cappuccino. Also macht's gut. Tschüss. Leute, verfolgt uns weiter, abonniert
Und bald eine neue Küche. Ihr werdet die Küche lieben. Die ist echt Hammer. Und ich werde die auch lieben, weil ich dann essen kann.